So, jetzt weht es schon wieder hier kräftig, aber wir befinden uns an den archäologischen Ausgrabungen von Korinth. Hier sieht man das Wahrzeichen, das ist der Tempel des Apollos, den man hier ausgegraben hat und der hier von Weitem schon sichtbar ist. Das ist natürlich nur eine Farce, weil wir haben ganz schön lange gebraucht, um das Gelände hier zu finden. Hier hinten, da muss ich dann nochmal nachsehen, wie dieser Berg hier heißt, der sich hier aufrichtet. Und ja, da vorne geht's rein. Da sieht man schon die ganzen Touribusse, die eine Ladung nach der anderen hier ausladen. Und wir schauen uns einfach mal weiter im Gelände um. Wie gigantisch diese Anlage war oder ursprünglich diese Stadt war, das sieht man, wenn man einen kurzen Blick hier auf diese Übersichtskarte wirft und dann einfach mal sich hier umsieht. Es ist schon ein riesiges Gelände und es wird auch berichtet, dass hier immer mehr und mehr noch ausgebuddelt wird. Also man ist ja noch lange nicht am Ende angekommen. Da hinten haben wir wieder, da ist der Tempel des Apollo, der aufgrund einer Tonscherbe, die man gefunden hat, so benannt wurde. Und was auch besonders auffällt, ist, dass natürlich diese ganzen Gebäude alle sehr, sehr tief hier liegen. Also man sieht, hier ist jede Menge Erdreich darüber gekommen und man hat diese alten Städten von Korinth ja auch erst Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben. Ja, wir befinden uns jetzt an einer Stelle von der Ausgrabung von Korinth. Diese Stelle, dieser Tempel oder die Reste von diesem Tempel, die hier noch sind, wird als Tempel E bezeichnet. Hier befand sich auch eine Figur eines nicht benannten, unbekannten Jünglings. Was jedoch doch viel, viel imposanter jetzt auch hier an dieser Stelle aussieht, ist, man kann jetzt die Berge, die man hier im Hintergrund sieht, auf diesen Bergen befindet sich die Festungsanlage von Korinth, die Akro-Korinth. Und jetzt zoome ich mal hier langsam rein, dass man das auch erkennen kann. Hier oben hat man noch Restmauern von dieser Befestigungsanlage und da sieht man auch noch ein paar Teile dieser alten Befestigungsanlage, die nach Geschichtsschreibung niemals eingenommen wurde. Ja, dieses Ausmaß der Zerstörung von Korinth, das sieht man sehr gut an dieser Stelle. Da hinten sind noch ein paar alte Kammern, die man höchstwahrscheinlich wieder aufgebaut hat oder aufgeschüttet hat. Denn Korinth soll von den Römern nahezu bis auf die Grundmauern zerstört worden sein. Das ist ungefähr 150 vor Christus passiert und 50 vor Christus hat dann Caesar entschieden, diese Stadt wieder aufzubauen. Deswegen auch findet man hier auch viele römische Bauwerke. Wir schweifen mal hier rum, damit man es mal ein bisschen sieht, was hier alles noch so rumliegt. Und man sieht natürlich sehr, sehr schön diese Unterschiede. Also diese Stadt lag um einiges tiefer, als wie heute der Straßenverlauf ist, was hier ringsherum um diese Anlage im Nachhinein gebaut wurde in der Neuzeit. Oh, ich beginne diesmal mit einem Bild, was man sich genauer ansehen sollte, denn wir stehen hier an einer der größten Stores aus der Antike. Und man hat die ganze Sache natürlich hier ausgegraben. Von der Sache ist nicht viel zu sehen, so sah sie mal ursprünglich aus. Und jetzt schwenke ich einfach mal den Blick hier rum und man sieht, das ist davon übrig geblieben. Das war die hintere Reihe, die man gesehen hat auf dem Bild. Ich befinde mich jetzt an einer Stelle, die komplett überdacht war. Hier, wo jetzt die Bäume stehen, das war die mittlerste Säulenreihe. Man sieht auch hier noch ein paar Restsäulen stehen. Und rechts neben den Bäumen war die äußere Säulenreihe. Das ganze Objekt war natürlich komplett überdacht, die Store.
Und wie bereits erwähnt, es war eine der größten mit über 4000 Quadratmetern, die es in der Antike gab. Die Räume waren alle einheitlich gestaltet. Im unteren Bereich, unter diesen Räumen hier im Erdgeschoss, hatte man Keller, in dem man Wein und Speisen gekühlt hat. Insgesamt 150 Meter lang war das Teil. Ja, ist schon, muss schon imposant ausgesehen haben, als es noch komplett stand. Das war bis weit ins 7. oder 8. Jahrhundert hinein, als die Anlage noch hier erhalten war und dann nach und nach zerfiel. Vor 2000 Jahren war an dieser Stelle ein großer freier Platz, denn wir befinden uns hier vor dem, vor der Ostra, dem Redner, einem Rednerpult, der ein erhobener Platz, der früher wovon aus Reden geschwungen wurden. Der Prokonsul hat hier immer vor den versammelten Bürgern gesprochen. Und hier wurden wichtige Entscheidungen bekannt gegeben. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass man versucht, so ein bisschen das Ganze zu rekonstruieren. Allerdings immer unter der Maßgabe auch, dass man sieht, was man hier gefunden hat und was neu hinzugefügt wurde. Man sieht diese weißen Säulen hier überall. Und dadurch bekommt man zumindest auch so ein bisschen einen Eindruck davon, wie groß das Ganze hier war. Im Übrigen wurde an dieser Stelle im 11. 12. Jahrhundert auch Reste von einer Kirche gefunden, die man dann auf den Mauern errichtete, nachdem Korinth, das alte Korinth, mehr und mehr zerstört wurde. An dieser Stelle von Korinth befand sich die heilige Quelle. Das war eine unterirdische Quelle, wo man, eine Art Brunnen ist es gewesen, wo man dann zu späteren Zeiten einen Tempel drüber gebaut hat. Man weiß nicht so richtig, für was das Ganze genutzt wurde, ob man hier halt wirklich bloß in Frühzeiten Wasser gewonnen hat und dann später durch den Tempel das Ganze irgendwelchen Göttern zugeordnet hat. Da ist man sich noch ein bisschen unschlüssig. Man geht auch davon aus, dass hier Theateraufführungen aufgeführt wurden oder dass okkulte Opferfestivitäten durchgeführt wurden. Ja, das Ganze wurde vom Fundament auch alles ein bisschen angehoben in der frühen Antike oder späten Antike. Ja, und irgendwann ist es halt dann auch mal zerfallen. Nun, wenn man heute denkt, sowas wie eine Einkaufspassage hat es früher in der Antike nicht gegeben, dann wird man hier in Korinth eines Besseren belehrt. Dies ist die Lejaion-Straße oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ihr könnt mich gerne da korrigieren. Und man sieht hier noch die Reste an dieser Straße, wo sich früher mal Ladengeschäfte befunden haben. In Zeiten von Augustus war diese Straße noch ungepflastert. Das bedeutet, hier sind dann auch noch Wagen lang gefahren. Und erst später hat man die Straße gepflastert und für, wir würden heute sagen, für den öffentlichen Verkehr geschlossen. Und sie wurde dann nur noch als Fußgängerzone benutzt. Es befanden sich, wie gesagt, hier links und rechts mehrere Geschäfte. Das Ganze war zum Teil überdacht, so dass man auch vor Regen geschützt war. Und was auch erstaunlich ist, erst im 10. Jahrhundert unserer heutigen Zeitrechnung, also nach Christus, verlor dieses ganze Gebiet mehr und mehr an Bedeutung. Und es muss dann ein Erdbeben 1858 gegeben haben, der das Ganze dann restlos zerstört hat. Also es ist noch gar nicht so lange her, als man hier wirklich noch schöne Prachtbauten gesehen hat. Was wir hier sehen, ist die Quelle der Pyrene. Man hört hier auch noch, wenn man genau hinhört, das Wasser plätschern. Das Ganze muss man sich vorstellen, also diese Quelle wurde schon sehr, sehr lange, also weit vor unserer Zeitrechnung benutzt. Und
Man hat dann, nachdem das alte Korinth von den Römern zerstört wurde und durch die Römer wieder aufgebaut wurde, also Anfang unserer Zeitrechnung muss das gewesen sein, hier einen zweistöckigen Bau drüber gesetzt. Man sieht hier unten die unterste Ebene mit dorinthischen Säulen und ja, das Ganze erstreckte sich dann hier als eine Art Platz nach oben und wurde von einem schönen Wasserbecken, welches hier unten befindet, was man hier noch sieht, eingerahmt, was nicht als Badebecken benutzt wurde. Was interessant ist, ist, dass später sich das Fundament hier immer mehr und mehr hob und man dann hier darüber, über diese Quelle, eine kleine Kapelle gebaut hat und sich hier über dieser Quelle, also bevor das jetzt alles wieder freigelegt wurde, ein Friedhof irgendwann mal befand. Also da hat man mal eine Vorstellung, was in kürzester Zeit wie Gebäude einfach im Erdreich verschwinden können. Und ich möchte nochmal einen Blick auf die Lekarion Road werfen, die Lekarionstraße, die hier bis weit in die Neuzeit genutzt wurde. Man sieht hier an der Seite wirklich die einzelnen Reste, Überreste von den kleinen Geschäften, die hier waren. Man hat hier 16 auf jeder Seite identifizieren können. Interessant ist auch hier, dass viel dieser Arbeiten von den Römern, als die diese Stadt wieder aufbauten, zum Beginn unserer Zeitrechnung, öfters auch der Baustoff, Zement- oder eine Betonmischung eingesetzt wurde, was ja dann in der Neuzeit erst wieder entdeckt werden musste, bevor man dann diesen Baustoff auch für unsere modernen Bauten verwenden konnte. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das alte Theater von Korinth. Ein Amphitheater, also ein halbrunder Bogen, der sich hier lang streckte. Man sieht, das ist wirklich alles komplett zerfallen. Ich bleibe hier, habe mich bewusst für diese Stelle entschieden, damit man einfach mal sieht, hier vorne war ursprünglich die Bühne, hier hinten die Sitzreihen. Und wenn man natürlich jetzt hier hinausblickt, das ist ein wunderbarer Blick hinaus auf den Kanal von Korinth. Also man kann hier sehr schön weit in die Ebene reinblicken. Vielleicht noch ganz kurz was zu diesem Theater. Ursprünglich wurde das wirklich als Theater genutzt, also wo ganz normale Theateraufführungen stattfanden. Später im 5. Jahrhundert nach Christus kamen Gladiatorenkämpfe hinzu. Und noch etwas später hat man das ganze Theater dann auch wasserfest gemacht, um hier Seeschlachten durchzuführen. Was hier hinten noch zu sehen ist, das Ganze ist alles zugeschüttet. Hier, das stand alles frei ursprünglich und war auf der Rückseite dreietagig. Und man ist dann halt ganz normal rein, so wie man das heute auch von den modernen Stadien kennt, in das Theater gegangen und konnte dann auf den Sitzplätzen Platz nehmen und dem Event, wie wir heute sagen würden, einfach beiwohnen.